Aber wir könnten jetzt sozusagen loslegen, ne? Alles klar. Ja komm, dann machen wir das mal, weil wir brauchen ja Geld. Die Einschreibung ist jetzt offen für Forschologie. Dann starten wir wieder ein Event. Muss ich erstmal gucken, welches brauchen wir denn? Ein neues Jahr beginnt. Gewinne folgendes County-Kochduell. Alles klar. Kostet ein Tausender. Machen wir. Das machen wir natürlich erst im April. Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck. Komm, Komödie. Können wir machen. 4000. Machen wir im Oktober, ne? Das können wir nicht planen, weil Bühne 0 im Zimmer. Ach, deswegen. Leider machen wir wieder hat im synthetisches Dezember. Schuhwerk nicht nur auf dem Tennisplatz Einzug gehalten. Wie viele meiner treuen Zuhörer sicher wissen, besuche ich jedes Jahr Schuhmacher Sarto und gönne mir ein paar Brocks oder auch Halbschuhe, wenn ich mich besonders mutig fühle. Bei meinem letzten Besuch musste ich mit Erschrecken feststellen, dass mein geliebter Schuhmacher von einem Lokal namens Schubidu ersetzt worden war. Angesichts der lächerlichen Auswahl dort war mir allerdings gar nicht nach Singen zumute. Ja, glaube ich. Häufige Fragen. Ja, wir testen euch. Ja, dann lassen wir mal laufen. Wir brauchen ja Geld. Kommen wir ja nicht drum rum, ne? Herausforderung abgeschlossen, Kummerkasten. Was habe ich denn gemacht? Wunsch nach Speedwalking-Rennstrecke. Mit 100 Kudosch freischalten. Wunsch nach abnehmender Mond. Kostet nur 25, nehmen wir. Ja gut, wir haben ein paar Kudosch über. Dann könnten wir euch natürlich auch... Zu teuer. Ja, dann... Könnte sein, wir haben wenig Geld, das stimmt. Ja. Könnt ruhig mal ein bisschen was leisten. Karriereziel erreicht, Studentenwohnheim. Was? Ja, schön, danke. Was will der von mir? Die können jetzt erstmal schön Käffchen trinken hier, weißt du? Also ist ja auch nett hier. Es müsste gleich eine Vorlesung beginnen, finde ich. Jawohl, 13.000 gewinnen, sowas sehe ich gerne. Hauptsache nicht so groß. Grundstück nicht im Besitz. So, dann haben wir das auch. Gewinne folgendes Event, alles klar. Und Hygienewertung von 70, wir haben 81. Hier müsste in den Clubs müsste noch was sein, aber was macht denn der Clubstufe? Na guck, der Powernapping Club kriegt Zuwachs. 16 Clubmitglieder sind auch geil, an den alles Anfang klar. Der Sendung, als ich sagte, heute würde es um Nostalgie gehen, das war noch Zeit. Ja. Stattdessen reden wir über Sportschuhe. Wieder eine glorreiche Vision, die vom unerbittlichen Zahn der Zeit zunichte gemacht wurde. Ebenso tragisch wie passend. Alles wird schlimmer, liebe Zuhörer. Woher ich das weiß? Nun, meine Sendung ist vorbei. Also kann es doch nur noch bergab gehen.
Achtung, Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. 10 und hier sind 20, ne? Okay. Ja, man muss halt hier alles im Auge behalten. Ne? Hier kann man die einzelnen Events nochmal sehen. Okay, wo findet was statt? Muss ich mal gerade gucken, wo ist hier vorne, wo ist hier hinten? Das ist hinten, ne? Stellen wir den Gemüsekiosk einfach hier hin und dann müssen wir natürlich noch jemanden einstellen dafür. Guck, dann habt ihr auch euren Gemüsekiosk. Club der Stufe 5 haben wir. Jetzt müssen wir nur noch Campus Stufe 12 erreichen. Alles klar. Wir haben wieder ein bisschen Gewinn gemacht. Das ist sehr schön. Was ist denn, wie hoch ist denn der Kredit? 238.000. Na, wir sind vielleicht leicht im Minus. Vielleicht. Aber nur ganz leicht. Wir können das ja alles noch vergrößern. Das ist ja nicht das Problem. Wenn wir erstmal genug Geld haben, geht das ja. Und dann ist natürlich immer noch zu überprüfen, wie sollte man es machen. Macht man alles überall oder macht man den einen Part nur lehrend, woanders nur schlafend? Das weiß ich nicht. Aber wir könnten vielleicht noch die Stufe 12 schaffen. Mal gucken. Heute machen wir auch nicht so lange. Ein Kräutergarten für 15 Kudosch freischalten. Ja, das können wir machen. Smoothie-Kiosk. Ach Leute, übertreibt doch nicht so. Ich muss dafür immer Personal einstellen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist halt das Problem, ne? Du brauchst Personal. Ja, vor allem die schlechten. Ja, wieder Gewinn gemacht, sehr gut. Und Aufenthaltsraumparty. Ja gut, das können wir machen. Aufenthaltsraumparty. Oder sollen wir die im November machen? Man, das muss man wegen der Laufwege nämlich mal im Auge behalten, ob sich das lohnt oder ob sich das nicht lohnt. Dann schicken wir den nämlich jetzt in Pause, dann kann der nämlich jetzt gleich die Party machen, weißt du? So die Überlegung. Isst er sich erstmal was? Wie geht's ihm denn? Kann aufs Klöchen nochmal eben gehen. Gesundheit ist runtergegangen? Das ist schlecht. Solltest du dich aber langsam mal beeilen, Junge. Wobei es ja Aufenthaltsraumparty brauchst du ja gar nicht. Alles klar, entschuldige. Ja, Bibliothek wird langsam ein bisschen klein, ne?
Ja, man kann dann natürlich, wenn das Geld fließt, kann man hinterher natürlich auch wieder mehr, ne? Größere Räume bauen und so weiter, mehr reinpacken. Das geht ja schon. Es ist zu früh, alles klar. Naja, da habe ich kein Problem mit. Hier ist ja gerade Party, kann ich ja dran teilnehmen. Wird super. Gewinn, das machen wir sehr gerne. Und einen Rahmenkiosk wollen sie auch noch haben. Wenn ich es ihnen erfüllen kann, warum denn nicht? Und lerne den Job gerade im Live-Radio. Ja. Sag mal, müssen wir für den nächsten Song eigentlich jemanden bezahlen? Nö, ist kostenlos. Sorry, hab echt keine Ahnung. Egal, passt bestimmt. Und los geht's. Büffeln gehen hat nichts mit Tierquälerei zu tun. Nicht wirklich. Wie gesagt, die Universität könnte noch ein bisschen ausgebaut werden. Nachhilfezimmer benötigt einen Dozenten. Freundschaften werden geschlossen, das ist grundsätzlich gut. Die Clubs werden weiter angenommen, sehr schön. Richtig. Völlig zu Recht. Bücherregal, virtuelle Normalität ist es nicht, sondern wir haben hier leider nicht hin. Draußen werden schon wieder Kinder abgeschlachtet, so wie die rumschreien. Wer macht denn sowas? Ist halt immer so eine Frage, ne? Warum müssen die so rumquieken? Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Haben wir denn jetzt alles? Forschologie. Ein Klo und so könntet ihr hier natürlich auch noch gebrauchen, ne? Haben wir die Kohle noch? Nein, haben wir nicht. So, was wollt ihr denn? Wassermarsch. Nahrung kann dehydrieren. Chefköche sollen den Zustand vermeiden. Dieser Wu-Chef bietet uns einen Bonus, damit wir die Kehlen unserer Studenten befeuchten können. Durchschnittliche Getränkewertung von 70. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir da sind. Bilanz plus 7000. Bericht zur offenen Tür. Herausforderung Wassermarsch abgeschlossen. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Sehr gerne. Ja, wir müssen irgendwie noch Stufe 12 werden, ne? Auf dem Campus reden alle über den Bildungsminister des Countys. Und? Und das Schlechte oder Gute, das kürzlich passiert ist. Damit zu you. Bücherwurm sehe ich gerade nicht.
Ja, das stimmt. Hier in Crockenbush sind die Gemüter stark erhitzt. Achso, ich wollte gerade sagen. Die Stadt wurde von Studierenden überflutet, die gegen die fortwährende Existenz des Bildungsministers Tarkin Foxbridge protestieren. Ja. Sie haben es vorher mit ein paar Gesängen versucht, aber es wollte sich einfach kein eingängiger Rhythmus finden. Wir beobachten weiter die Lage und erstatten Bericht, sobald Sie sich auf eine Formulierung geeinigt haben.